So, einen schönen guten Abend im Namen des Familienforums Österreich und der österreichischen Frauenföderation möchte ich euch heute ganz, ganz herzlich zu diesem Abend begrüßen. Das Thema dieses Abends heißt mehr Eltern, weniger Staat. Und es ist mir eine besondere Freude, euch heute jemand vorstellen zu dürfen. Ich glaube, wir kennen uns schon doch einige Jahre lang und wir waren jetzt auch, also ich konnte auch in Dublin mit dabei sein bei einer Konferenz, wenn die Frau Dr. Kugler mitorganisiert hat. Ja, ich möchte euch die Frau Magister Dr. Gudrun Kugler vorstellen. Begrüßen wir sie mit einem herzlichen Applaus. Es gibt da sehr viel zu sagen also über die Frau Kugler, aber ich möchte nur ein paar Dinge erwähnen, was ich jetzt in ihrem Lebenslauf gefunden habe. Zuerst ist mir ein Satz aufgefallen, der aber ziemlich zum Schluss steht, und zwar, sie hat 4 Kinder und einen Ehemann. Sie ist Magister des Rechts und des Frauenrechts. Sie ist Doktor des internationalen Rechts und Magister der theologischen Studien zur Ehe und Familie. Sie hat ein sehr intensives Engagement in der EU, UNO, OSZE. Sie ist auch Gründungspartnerin der Kairos Consulting für Non-Profit-Initiativen in Wien. Professor am Internationalen Theologischen Institut. Dann auch Österreich verantwortlich für das europäische Bürgerinitiative One of Us, von der wahrscheinlich schon die meisten gehört haben. Sie hat auch einige Berichte und Bücher geschrieben, aber mehr ist natürlich zu finden als über ihr ganzes Leben, über ihre Familie auf der Homepage natürlich auch. Bevor ich aber die Frau Magister Kugler aufs Podium bitte, möchte ich gerne einige einleitende Worte zum Thema heute sagen. Und zwar das Thema Elternschaft ist, glaube ich, für jeden Menschen, für jeden von uns sehr bedeutend. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was ist eigentlich die zentrale Frage. Wer von euch würde eigentlich sich von eurem Partner oder eurer Familie trennen, da der Partner ungleich ist? Das ist eine sehr relevante Frage, die im ersten Moment nicht so aussieht, weil gerade die heutige, wenn man über Familie redet, über Politik redet, das ist ja eines der politischen Doktrinen. Gleichheit, die Gleichheit, Gleichberechtigung ist eine oberste Doktrin. Gleichheit ist Glück, heißt ein Schlagwort. Ungleichheit bedeutet Krise. Die Ungleichheit von Mann und Frau wird als das größte Problem eigentlich dargestellt. Und da ist natürlich die Gleichstellung eines der wichtigsten politischen Ziele. Und ein Thema ist auch, ständig, und zwar, das ist die sogenannte Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Diese Vereinbarkeitsfrage von Beruf und Familie sehen Sozialwissenschaftler und Politiker als den Königsweg, wenn ich hier Professor Marzahn zitiere, als den Königsweg, dass die Menschen ein angenehmes Familienleben leben können. Aus meiner Sicht ist es so, diese Argumente, diese familienpolitischen Argumente sind zwar oberflächlich betrachtet
richtig und auch politisch korrekt, allerdings in ihrer Grundannahme falsch, vom Grundansatz sehr falsch. Denn die heutige Familienpolitik, diese neoliberale Familienpolitik und auch die Familienforschung geht von einem sehr, sehr materialistischen Menschenverständnis und auch Werteverständnis aus. Und diese falschen Grundannahmen sind folgende. Das erste ist, dass Familie nur eine Organisationsform ist und der Mensch, ob Mann oder Frau, dass der Mensch sich vorwiegend durch Arbeit selbst verwirklichen kann. Das heißt, deshalb ist es auch, wird das auch als oberstes Ziel definiert, eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das klingt fast so, wie wenn Familie keine Arbeit wäre, aber von dem, das ist ein großer Schwerpunkt. Aber in Wirklichkeit haben Familien weniger das Problem, ihre Zeit und ihre Interessen zu organisieren, sondern sie haben eher Beziehungsprobleme. Der zweite Punkt dieser falschen Annahme, dieser falschen Betrachtungsweise ist der, Mann und Frau werden vom Grund auf eher als Konkurrenten gesehen, die sich sozusagen in einem permanenten Machtkampf befinden. Und deshalb ist das zentrale Thema, das zentrale Diskussionsthema auch die Gleichberechtigung. Das heißt, in der Politik hat dadurch natürlich die Unabhängigkeit des Einzelnen und die wirtschaftliche Absicherung für beide, für die Frau, für den Mann, die oberste Priorität. Und leider geht man hier von einem eigentlichen Vorurteil aus. Denn man geht davon aus, dass die Partnerbeziehungen nicht funktionieren. Dass die meisten Partnerbeziehungen eigentlich ein falsches Abhängigkeitsverhältnis sein. Wenn zum Beispiel heute eine Mutter mit zwei Kindern daherkommt und sagt, ich übernehme die Verantwortung für meine Familie, für meine Kinder, dann wird ihr sehr, sehr rasch zu verstehen gegeben, ja, sie soll sich besser darum kümmern, dass sie um ihre Karriere kümmern, und weil das ist wichtiger für die Absicherung. Das heißt, es wird eigentlich hier der menschlichen Verantwortung, der individuellen Verantwortung nicht wirklich Rechnung getragen. Und wir haben uns in unserem Vorbereitungsgespräch überlegt, ja, was sind eigentlich die zentralen Themen, was beschäftigt die Menschen, ja? Und welche Themen, welche Fragen sind den Menschen wichtig? Und wir sind dann auf die 3 E gekommen. Und zwar Ehe, Elternschaft und Engagement. Und ich möchte nur ein paar Gedanken dazu einbringen, zu einem Thema. Die Buchautorin Eva Maria Zuhorst schreibt in ihrem Buch Liebe dich selbst Folgendes. Die Ehe ist nicht die Geschenkpackung für eine Romanze. Der wahre Sinn der Ehe ist immer, die inneren Konflikte der beiden Partner ins Gleichgewicht zu bringen. Damit ist sie ein Ort tiefer Heilung und der Entdeckung wahrer gebender Liebe. Philosophen behaupten, das Leben sei eine Schule. Wenn dem so ist, dann sind die intime Beziehung und die Ehe eine Art Elite-Universität. Hier stehen wir vor den schwierigsten Prüfungen. Hier können wir am meisten lernen und wachsen, aber auch am meisten empfangen. Aber wie wird Ehe heute vielfach gesehen?
Und für die einen ist die Ehe ein Stück Schokolade in einer Geschenkpackung, auf die jeder ein Anrecht hat. Andere wiederum sehen in der Ehe an sich einen Fehler. Einen Fehler, den man am liebsten zu vermeiden sucht. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, 60er, 70er Jahre, da hat eine ganze Generation gegen die Unterdrückung und den Rollenzwang in der Ehe gekämpft. Und interessanterweise noch vor 7 Jahren haben die Medien geschrieben, dass 92% der Jugendlichen gegen die Ehe sind. Und nun, in den letzten Jahren, wird die Ehe als erstrebenswerte Institution des privaten und gesellschaftlichen Glücks gepriesen. Warum? Da auch gleichgeschlechtliche Paare in den Hafen der Ehe einlaufen wollen. Und genau jene gesellschaftlichen, fortschrittlichen Kräfte, die damals gegen die Ehe gewettert haben, fordern heute lautstark die Ehe für alle. Und dieser Kampf um das Eherecht erinnert mich an die Geschichte mit der Gans und dem goldenen Ei. Zuerst wurde das goldene Ei verkauft und ausgiebig gefeiert. Da die Gans nicht genügend goldene Eier legte, wurde sie aus Habgier schließlich geschlachtet. Und nun hat man den Wert der Gans plötzlich wieder entdeckt, beziehungsweise der Ehe wieder entdeckt und will sie wiederbeleben. Und dabei gibt man sich der Illusion hin, dass die Ehe die inneren Konflikte löst und dass die Gans wieder goldene Eier legt, beziehungsweise man hofft, dass die Menschen wieder mehr Kinder bekommen. Nachdem aber Homosexuelle keine Kinder zeugen können, meinen sie, sie hätten ein Recht, das Kind vom Nachbarn zu adoptieren. Dieser Kampf um das begehrte Eherecht lässt sich aber, meine Damen und Herren, nie lösen, solange wir nicht die Frage stellen, welchen Zweck hat die Ehe? Hat Ehe nur einen Selbstzweck, um im Falle einer Trennung eine gerechte Güterverteilung abzusichern? Oder hat die Ehe einen größeren Zweck, um Liebe und Leben zu vermehren? Wenn die Ehe nur der Schadensbegrenzung dient, dann könnte man theoretisch über den Begriff der Homo-Ehe reden. Wenn aber die Ehe der Vermehrung von Liebe und Leben dient, dann haben gleichgeschlechtliche Paare ein Problem. Nämlich, ihre Liebesfähigkeit ist das auf das eigene Geschlecht konzentriert und somit eigentlich eingeschränkt. Das heißt, sie können in ihrer Liebesfähigkeit nicht mehr wachsen und sie können auch kein neues Leben weitergeben. Das heißt, es ist unmöglich, ohne Änderung ihrer Lebensweise, dass ein solcher Mensch den Zweck der Ehe erfüllen kann. Es wird behauptet, dass jede Lebensbeziehung gleichwertig ist. Eine politische Partei in Österreich plakatiert sogar gleich viel Recht für gleich viel Liebe. Dabei werden aber zwei entscheidende Faktoren übersehen. Erstens, Liebe lässt sich nicht einfordern. Eine Beziehung, die nur auf einem gegenseitigen Konsens beruht, ist ein Handeln. Und eine Beziehung, die ich durch Überredungskunst aufbaue, ist eigentlich Manipulation. Und zweitens, es gibt riesige Unterschiede in der Reife und Qualität der Liebesbeziehung. Unreife, narzisstisch geprägte Liebe fordert. Reife Liebe schenkt. Und die Elternliebe ist im Kern eine selbstlose schenkende Liebe. Und das macht ihre Qualität aus. Und diese Problematik unreifer Liebe, meine Damen und Herren, finden wir häufig in Ehen und Partnerschaften. Dann heißt es plötzlich, wir lieben uns nicht mehr.
Wir haben uns nichts dazu sagen. Das Problem ist aber, dass sie sich nicht dazu, ist nicht, dass sie sich nicht mehr zu sagen haben, sondern dass sie oft nicht mehr bereit sind zu geben. Es scheint, dass wir in unserer technisierten Welt die Gesetze der Liebe vergessen haben. Und möglicherweise hängt das auch damit zusammen, dass wir keine Holzöfen mehr brauchen. Denn jeder, der einen Holzofen hat, weiß, dass er Holz nachlegen muss, damit das Feuer nicht erlischt. Wie war es also möglich, dass Ehe so sehr entwertet wurde? Es war dadurch möglich, dass Eherecht wurde rationalisiert, von ethisch-moralischen Standards entkoppelt und auf Minimumbedingungen reduziert. Was brauche ich heute, wenn ich heiraten will? Ich muss eigentlich nur 18 sein und meinen Partner mitbringen. Und Geschäftsdienst, was ich weiß, wie man das heißt. Das heißt, deshalb ist die Ehe, wie sie heute verstanden wird, nur mehr eine Art Lebensversicherung zur Wahrung der eigenen Interessen und Wünsche. Sie wurde damit ihres kompletten Sinns beraubt. Wir brauchen daher eine wirkliche Eherechtsreform. Welche Ehe als das definiert, was es ist, nämlich eine Verbindung zwischen Mann und Frau, welche das Humanvermögen an die nächste Generation weitergibt. Das heißt, es müssen sich moralisch-ethische Standards im Eherecht wiederfinden. Weiters brauchen wir auch dringend eine Familienrechtsreform, sogenanntes Family Mainstream, nicht Gender Mainstream, ein Family Mainstream. Und Family Mainstreaming ist die zentrale Rolle für die Eltern, der Eltern für die Entwicklung der Kinder und der Entwicklung der Familie anerkennt und fördert. Das Gegenteil ist nämlich heute der Fall. Eltern wird großes Misstrauen entgegengebracht. Sie werden als pädagogisch inkompetent dargestellt und als nicht vertrauenswürdig eingestuft. Ein Wort zum Thema Engagement. Manch einer von euch wird sich vielleicht fragen, ja, was kann ich schon als Einzelner machen? Wer bin ich schon? Ich kann höchstens auf meine Familie schauen. Václav Havel, auf den ich sehr schätze, schrieb in einem Essay, unser Schicksal ist unteilbar. Jeder von uns hat die Möglichkeit zu begreifen, dass auch er, und sei er noch so bedeutungslos und machtlos, die Welt verändern kann. Es ist nicht wahr, dass das nicht geht. Die Macht über sich selbst, wie sehr sie auch in jedem von uns durch Charakter, Herkunft, Bildungsgrad und Selbstbewusstsein problematisiert sein mag, ist das Einzige, was auch der Machtloseste von uns hat. Und sie ist zugleich auch das Einzige, das niemandem von uns genommen werden kann. Welche Chancen und Möglichkeiten wir in unserem Bereich, über unsere eigenen vier Wände hinaus, haben, um die Welt um uns zu verändern, um auch in der Politik etwas zu bewegen, da freue ich mich jetzt schon also auf die Anregungen von Gudrun, die sie uns hier sicherlich viele Dinge vermitteln kann. Bitte, Gudrun, um deine Ausführungen.
Danke, Josef Brunner, kann ich muss eigentlich nichts hinzufügen, und ich werde gleich wieder gehen. Aber du hast sehr viel über das erste E gesprochen, die Ehe. Und aus Zeitgründen streiche ich das bei mir weg, weil ich kann das unterschreiben, was du sagst, und das war brillant ausgeführt. Und ich möchte ins Thema E wie Elternschaft und E wie Engagement gehen und habe mitgebracht für euch, neben allgemeinen Grundsätzen, die, glaube ich, wichtig sind, sich zu überlegen, auch ganz konkrete Fragestellungen, wo steht Österreich, wie gehen wir vor, was kann man tun. Erster großer Gedanke ist ein allgemeiner Gedanke. Und da möchte ich zitieren einen Londoner Rabbi, und zwar den Jonathan Sacks. Der schreibt eine Kolumne in einer englischen Zeitung und schreibt, die französischen Philosophen, sagt er, die haben mir die Frage gestellt, warum soll ich mich nicht selbst lieben? Die wichtigste philosophische Frage für die Franzosen war, warum nicht Selbstmord? Und er sagt, falsch, falsch. Die richtige und die wichtigste und die schwierigste philosophische Frage heute ist, warum soll ich ein Kind bekommen? Interessant, oder? Das ist eigentlich die gleiche Frage. Und dann sagt der Rabbi aus London, und unsere Gesellschaft gibt auf diese Frage keine Antwort. Und wir erleben heute einen politischen Dialog, wo man sich fragt, was ist eigentlich das Prinzip dahinter? Die linken Parteien sehen in der Familie ein Unterdrückungsinstrument für Frauen. Das geht zurück auf Friedrich Engels. Der hat dazu geschrieben, ein Manifest über die Familie, und da steht drinnen, Familie ist gefährlich, weil Frauen immer unterdrückt sind, und de facto meint er auch, weil nur die Familie, und sie erleben das tagtäglich, nur die Familie den Menschen schützt vom kompletten Zugriff des Staates. Oder? Wie kann er von den Menschen zugegriffen werden? Über das Privatleben, die Familie, über die Schulen, über die Medien. Und die Schulen und die Medien besitzt man schon. Es bleibt die Familie. Und jeder Widerstandskämpfer in der Geschichte kommt aus einer starken Familie. Sonst fällt ihm bald ein, Widerstandskämpfer zu werden. Ist jetzt die Familie ein Instrument der Unterdrückung für Frau Frauen? Oder ist es ein Instrument der gegenseitigen Abhängigkeiten, die staatlich abzulehnen sind? Oder ist die Familie Keimzelle der Gesellschaft, ohne der es nicht geht? Und hier sehen wir das politische Spektrum geteilt. Sie kennen die Farben, ich brauche sie nicht dazu sagen. Zweiter Punkt. Josef Brunner hat schon angesprochen. Wir sprechen von Gleichheit. Und wir müssen hier zwei Begriffe auseinanderhalten. Natürlich müssen, sollen Mann und Frau gleiche Chancen haben und gleichberechtigt sein. Natürlich. Nur, was wir nicht wollen, ist eine faktische Gleichmacherei. Und das ist ein erklärtes Ziel von manchen linken Strömungen, zu sagen, wir wollen in allen Statistiken Mann und Frau gleich viel haben. Gleich viele Krankenschwestern, gleich viele technische Absolventen von irgendeiner Mechatronikfache, gleich viele Leute in den gleichen Berufen, Vollzeit, Teilzeit und so weiter. Sie kennen die Debatte. Das heißt, eines ist klar, Mann und Frau, gleiche Würde, gleiche Rechte, gleiche Chancen. Keine Frage. Jeder darf sein Leben so leben, wie er sich das vorstellt. Nur, brauchen wir einen Staat, der Geld ausgibt, um Mädchen das Mechatronikstudium näher zu bringen? Wozu? Lass jedes Mädchen Mechatronik studieren, wenn sie will. Aber brauche ich da ein Programm im Gymnasium, um das den Mädchen zu erklären, dass sie ganz besonders toll ist? Wozu? Entschuldigung. Das Geld verschwendet. Der dritte Punkt. Und hier sind wir noch bei der Beantwortung der Frage von unserem Rabbi in London. Der dritte Punkt ist die Frage, was zählt im Leben wirklich? Ist es nur die Erwerbsarbeit? Oder ist das Leben größer als das? Eigentlich ist die politische Frage genau die. Als ich als erstes Kind bekommen habe, habe ich bemerkt, dass unsere Gäste beim Abendessen mit mir gar nicht mehr geredet haben. Weil was soll man denn eine Mutter fragen? Man kann sich nicht vorstellen, wie das so ist mit einem Baby, oder? Vorher war ich gewöhnt, dass er mich genau fragt, was machst du in Brüssel mit der Joachim, wie geht das alles und so weiter. Plötzlich hat niemand mehr mit mir, sondern immer nur bei einem Mann geredet. Dann haben sie mich freudig angeschaut, das Essen ist eh gut. Danke. Da habe ich bemerkt, dass für all diese Menschen nur die Erwerbsarbeit relevant ist. Und so wird es auch kolportiert im öffentlichen Dialog.
wofür man kein Geld kriegt, das ist nichts wert. Oder? Und früher, es hat meine 80-jährige Dame gesagt, als ich geheiratet habe mit 20, bin ich, habe es gespürt, in der Achtung der Menschen gestiegen. Verheiratet, ja, Mrs. Und dann habe ich ein Kind bekommen. Und dann bin ich noch einmal in der Achtung der Menschen gestiegen. Jetzt bin ich Mutter. Heute ist es genau umgekehrt. Und natürlich orientieren sich die Menschen nach dem, was ihnen die Gesellschaft signalisiert, oder? Natürlich wünscht man sich Anerkennung. Natürlich wünscht man sich, ernst genommen zu werden. Dann macht man halt Dinge, die in der Gesellschaft ernst genommen werden. Aber ich sage euch eines. Es ist für mich viel entspannender, heute bei euch zu sein, als meine vier Kinder ins Bett zu legen, zum Beispiel. Ich finde, das Lob soll mir nicht gebühren, dass ich bei euch einen Vortrag halte, sondern dass ich die Kinder ins Bett lege. Das ist viel schwieriger, viel großartiger, viel herausfordernder. Und wir müssen den Müttern sagen, was ihr leistet, das kann sich keiner vorstellen. Ein Tag im Büro, größte Entspannung, 12 Stunden, 1000 E-Mails und 500 Telefonate, Entspannung im Vergleich. Die Mütter verdienen unsere Anerkennung. Wir sagen, heute signalisiert man den jungen Frauen, den jungen Müttern, geht so schnell wie möglich zurück ins Erwerbsleben. Ja? Jetzt diskutiert man die Teilzeitarbeit einzuschränken. Ja, wenn man sagt, ja, Frauen fallen dann in eine Pensionsfalle, wenn sie Teilzeit arbeiten. Ja, also Entschuldigung, was ist dann meine Lösung? Frauen in die Vollzeit schicken oder die Pensionsregelungen besser zu machen? Ja, also Entschuldigung. Wir nennen das Rush Hour des Lebens. Alles müssen wir gleichzeitig machen. Ja, die Kinder kriegen, super gestylt sein, erfolgreich im Beruf, Karriere in New York. Wir werden in Wien einen Babysitter managen. Wozu? Wir werden alle so alt jetzt. Wir machen noch genug Zeit. Ich werde irgendwann einmal abgehört aus dem Europäischen Parlament sein. Da werden wir noch 20 Jahre Zeit. Hat jemand hier Stress? Also, die Rush-Hour des Lebens auseinanderziehen ein bisschen. Sagen, lass dir 5, 7, 8 Jahre Zeit. Ja, wozu? Du kannst immer noch. Wir haben eine große Debatte über Kinderbetreuung. Wenn man das Wort Kinder in der Öffentlichkeit erwähnt, immer nur mit dem Zusatz Betreuung, was signalisiere ich denn da den Menschen? Kinder sind ein Problem, die müssen irgendwie organisiert werden. Wenn ich in der Öffentlichkeit nur über die Betreuung rede, oder? Und was kommt dann noch in der Öffentlichkeit? Man sagt, ja, jetzt haben wir Krippen, die sind gratis, in Wien zumindest, und es ist gut für das Kind. Unlängst, vor ein paar Monaten hat es geheißen, wer das Kind nicht mit 6 Monaten in die Krippe gibt, der verwehrt ihm wichtige Bildungschancen. Sagt die junge Frau in der Frage, was mache ich jetzt mit meinem Studium und meinem Baby? Sagt mir, ja, eigentlich wäre ich gerne beim Baby, aber wenn es fürs Baby besser ist in der Krippe und fertig studiert, hätte ich ja auch und so weiter. Ja? Und ich will nicht wissen, ich weiß es, ich will aber nicht wissen, wie es den Kindern geht, um sie immer früh im Winter jetzt abgegeben werden, den Babys. Ja? Und meine Kinder, Entschuldigung, jetzt klingt das hoffnungslos konservativ, aber meine Kinder, die sind alle bis 3, 3,5 zu Hause gewesen, trotz viel Arbeit. Weil ich gesagt habe, ich schaue mir an, bis der kleine Hase zeigt, dass es soweit ist. Dass man sieht, jetzt wieder wirklich mit anderen. Und jetzt kann er mir erzählen, was passiert ist. Und so lange sind die bei mir einfach rumgesessen, irgendwo am Teppich und haben jetzt zugeschaut, wie ich meine E-Mails beantwortet habe. Das war gut, es war schön. Also, Kinderbetreuung. Es gibt dieses Schlagwort, das von ÖVP-Seiten oft kommt, das heißt Wahlfreiheit. Das hat aber dort auch niemand verstanden. Weil Wahlfreiheit heißt ja, ja, wenn die Frau arbeiten gehen will, dann gibt es eine Krippe. Das heißt Wahlfreiheit. Niemand hat je thematisiert, was ist mit der, die nicht arbeiten gehen will. Oder eine Zeit lang, oder? Das wird einfach, das passt so viel über die gesagt, ja. Das braucht man nachdenken. Lösungen für die, die gerne länger zu Hause bleiben. Und ich kann euch ein ganz spannendes Modell sagen. Und zwar gibt es dieses, wir haben es sicher schon gelesen, das Berndorfer Modell. Und wie machen die das? Die sagen, okay, in unserer Gemeinde gibt es Kinderbetreuungsplätze, Krippenplätze. Ich glaube, in der heutigen Zeit muss es die auch geben. Für die, die das aus irgendeinem Grund wirklich brauchen wollen, muss es geben. Aber, sagt der Bürgermeister, wenn eine Familie so einen Platz nicht in Anspruch nimmt, dann gebe ich ihr einen Großteil meiner Ersparnis. Und für die Familie ist es eine Aufbesserung des Kinderbetreuungsgeldes, das schlussendlich dazu führt, dass die betreffende Familie die Mindestsicherung fürs Kinderaufziehen bekommt. Eigentlich sehr gerecht. Und man weiß, wisst ihr, wie viel so ein Krippenplatz pro Monat kostet?
1200 Euro im Schnitt. Ja? Wer zahlt das? In Wien die öffentliche Hand. Wir alle. Also was passiert ist, wenn ich unseren Bruder ihre Kinder zu Hause spielen lässt? Erstens habe ich einen Verdienstentgang, weil ich weniger arbeite. Zweitens zahle ich für die Kinderbetreuung, die ich da trotzdem auch für diverse Sachen, immer extra was dazu. Bei mir zum Beispiel ein Au-pair-Mädchen kostet unterm Strich einen Haufen Geld. Und drittens, über meine Steuern und Gebühren zahle ich die Krippe für die anderen. Und auf das bisschen, was ich dann auch verdiene, zahle ich voll Steuern, ohne dass meine Kinder dort berücksichtigt werden. Viermal zahle ich da ungerecht, oder? Josef hat gesagt, Familie strukturell berücksichtigen, Family Mainstreaming. Dann würde das anders aussehen. Also, Wahlfreiheit. Jetzt ziehen wir mal zum Rabbi, der sagt, wir geben, unsere Gesellschaft gibt keine Antworten. Weil unsere Gesellschaft auf ganz auf das Materialistische runtergebrochen ist. Es zählt nur mehr, was jemand verdient. Schlussendlich ist es das, oder? Es zählt nur mehr das. Und da ist natürlich, gibt es keinen Grund, ein Kind zu kriegen. Ein Kind kostet, es gibt so Statistiken, so im ganzen Leben, 500.000 Euro oder so. Ja. Okay, ist natürlich, wenn man nur Geld maximieren will, sinnlos Kinder zu bekommen. Also, finde ich, also brechen die Geburtenzahlen ein. Und in Deutschland, kleiner Exkurs, warum nehmen sie so viele Flüchtlinge auf? In Deutschland haben natürlich die Unternehmer schon lange erkannt, wir haben ein ganz großes Problem. Das haben wir in Österreich auch, nur dass wir in Österreich doch noch intellektuell einen Schritt hinterherhinken. Gibt es diese Diskussion natürlich nicht. Ja? Auch die Gender-Debatte ist in Deutschland ganz kritisch. Das hat bei uns niemand gesehen. Ja? Also ich müsste überlegen, ob ich die FAZ abonniere, aber das verstehe ich, das ist so kompliziert. Aber da steht das alles drinnen. So, jetzt haben wir hier, haben wir in Deutschland eine Diskussion, die Unternehmer sagen, es brechen uns die Leute weg, die arbeiten können bei uns, und es brechen uns die Kunden weg. Und die denken natürlich in den nächsten 10 Jahren und sagen, wir müssen unbedingt Deutschland zu bewegen, Kinder zu kriegen. Was machen sie? Sie geben die Antwort, die der englische Rabbi sucht. Und haben, das war ganz faszinierend, und viele von Ihnen kennen das vielleicht, und haben einen Werbespot produziert. Alle großen Firmen gemeinsam. Du bist Deutschland. Kennen Sie den? Das Beste, was je über Kinder gesagt wurde. Du bist Deutschland. 2 Minuten. Und den haben alle großen Unternehmen gemeinsam gezahlt. Den hat man dann von einer ganz großartigen Werbefirma entwickeln lassen. Und dann ist der auf allen Werbestationen zeitgleich gelaufen. 2 Minuten vor 8. Unglaublich. Im Internet anschauen. Ja? Du bist Deutschland. Und da geben sie alle Antworten, warum man Kinder kriegen soll. Und da sagen sie, zeigen sie alle Bilder von Kindern, wie schwierig das Leben mit Kindern ist. Ja, es beginnt damit, der Tag, damit das Baby um 3 Uhr früh, und es fängt so an, du schreist die ganze Nacht. Ja, dann, so kommen dann die Bilder. Und zum Schluss sagen sie, es gibt viele gute Gründe, keine Kinder zu bekommen, aber den Besten ist doch zu tun, nämlich dich. Du lernst laufen, aber zeigst uns den Weg. Du, und so weiter. Ich will gar nicht, es ist unglaublich, jeder Satz perfekt. Schaut euch das bitte an. Dann war zeitgleich die WM, wo Deutschland vielleicht gewonnen hat. War das 2009 oder so, hat die Deutschland mal gewonnen? Und dann ist die Geburtenrate in Deutschland draufgeschnellt. Und ist das deine Meinungsforscher sagen, war es die WM oder war es das Sport? Oder war es beides vielleicht? Aber so ist es natürlich in Deutschland, wenn dann der nationale Stolz, wir haben gewonnen bei der WM, dann sagst du, braucht man viele keine Deutsche, dann haben sie gesagt, dann ist die Geburtenrate Also, es gibt viele gute Gründe, keine Kinder zu bekommen, aber den einen doch, nämlich dich. Ich finde das wunderschön. Und schlussendlich sagen sie, ohne dich hat unser Leben eigentlich gar keinen Sinn. Und ohne dich weiß ich gar nicht, wo ich mit meinem Leben hin soll. Und diese Antwort geben wir nicht. Und die öffentliche Debatte, die eben nur die Kinderbetreuung beinhaltet, gibt diese Antwort nicht. Ich möchte jetzt 3 ganz konkrete politische Themen erklären zum Thema Eltern. Wo Handlungsbedarf ist und wo es auch wichtig ist, dass wir wissen, worum es da geht. Und der erste große Punkt ist Familie und Finanzen. Weil wir versuchen müssen, Familien vom Druck von außen zu befreien, sprich auch finanziellen Druck, damit die Familie innen gelingen kann. Wir wollen politisch nicht in die Familie hineinregieren, logischerweise. Aber wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, die in der Familie gelingen kann, wenn es innen von den Familienmitgliedern geschultert wird.
Und das der erste große Punkt ist die Frage der Steuergerechtigkeit. Und Sie wissen, wir zahlen ja für die ersten 11.000 Euro, die wir pro Jahr verdienen, keine Steuer. Der Lohn, keine Einkommensteuer. Wissen Sie, oder? Ja. So. Und warum zahlen wir die nicht? Man nennt es steuerfreies Existenzminimum. Steuerfreies Existenzminimum. Das heißt, der Staat sagt, eine Person braucht pro Jahr 11.000 Euro fürs nackte Überleben. Wohnung, Heizung, Essen, Kleidung. Das besteuert man nicht, das ist eigentlich sinnvoll. Jetzt macht aber Österreich, und es ist gar nicht sinnvoll, überhaupt keinen Unterschied, wie viele Leute von diesem Einkommen leben. Na, wie verrückt ist das? Jetzt zahlt der Familienvater Alleinverdiener mit 5 Kindern genauso viel wie der Single. Das sagt also, Entschuldigung, wie verrückt ist das? Ja, Österreich hat jetzt ein kleines Zugeständnis gemacht, es gibt, glaube ich, Steuerreform, 400 Euro pro Jahr pro Kind, kann man jetzt absetzen. Vielen Dank, auch pro Monat, ja, für diese Kinder, pro Kind. Ja. Also hier ganz große Ungerechtigkeit. Wie macht das Deutschland, wie macht das Frankreich? Die haben ganz hohe Absatzbeträge. 8.400 Euro pro Kind in Deutschland. Dann rechnet es einmal aus, wenn jemand von euch 3 Kinder hat, dann hat er die eigenen 11.000, dann hat er 3 mal 8. Dann hat er für die Ehefrau noch einmal 8 oder so, wenn sie nicht arbeitet. Das kann ich jetzt nicht ausrechnen so schnell, aber sagen wir mal, dann soll er erst ab 40.000 Euro steuern. Und das ist gerecht. Warum? Weil das seine Lebenserhaltungskosten sind. Und wisst ihr, was passiert, wenn man das nicht macht? Dann rutscht nämlich die Familie unter die Armutsgrenze und zahlt Steuern. Und dann sagt die SPÖ, wenn ihr jetzt für Kinder die SPÖ, die übrigens auch sagt, wichtig ist, dass die Frauen nach der Geburt sofort wieder in den Beruf zurückkehren, aber die älteren Damen möglichst früh in Pension gehen. Oder? Also, ich sage, woran erkennt man eine Ideologie, dass sie unlogisch ist? Ja, okay, weil ich sage einmal, viele 60-jährige Frauen müssen nicht unbedingt sofort in Pension gehen, weil wir niemand was wegnehmen, aber wenn wir schon ein Pensionsproblem haben, dann sage ich nicht, auf keinen Fall das Pensionsproblem der Frauen angreifen, stattdessen die Mamis so quasi mit dem Baby noch nach der Geburt in den Beruf schicken. Also, das könnte man ein bisschen umbauen und das wäre viel angenehmer für alle Beteiligten. Also steuerfreies Existenzminimum pro Kopf, große Forderung von mir und war auch im Wahlkampf 2013 die große Forderung von Michael Spindlenker, wenn ihr euch erinnert seid, haben wir 7.000 Euro gefordert. Die Idee ist da, aber die muss beflügelt werden, damit die immer wieder kommt, damit sie irgendwann mal zur Steuergerechtigkeit kommt. Zweiter großer Punkt bei Finanzen, die Gebühren in Wien. Wir haben jetzt einen Wien-Wahlkampf, wo ich dann am Schluss um eure Unterstützung bitten möchte. Und da haben wir ein Gebührenproblem. Wien hat in den letzten 5 Jahren die Gebühren um 160% erhöht. Obwohl in Wien immer mehr reingekommen ist, als benötigt war. Gebühren sind vom staatstheoretischen Verständnis her keine Einnahmequelle wie eine Steuer, sondern sollen Kosten decken. Und eigentlich ist es verfassungsmäßig nicht möglich, dass man immer, also dass man mehr kriegt, als man sollte, und dass man das auch dann weiterhin erhöht, wenn eh schon genug da ist. Aber Wien muss Löcher stopfen. Wien hat statistisch gesehen um einiges mehr Mindestsicherungsbezieher als die anderen Bundesländer. Also wirklich, wenn man es pro Kopf hochrechnet, hat man, glaube ich, 2/3 mehr Mindestsicherungsbezieher in Wien. Was ist da los? Die gleichen Menschen. Wien hat die größte Arbeitslosenzahl, 150.000 Arbeitslose in dieser Stadt. Das ist Sprengstoff sozial. Aber da ist einiges schief und jetzt stopft man die Löcher. Wie stopft man sie? Indem man ganz viele Gebühren verlangt. Dann kostet die Krippe eben noch gratis, ich habe schon erwähnt. All das muss ja irgendwie immer zahlen, oder? Und das zahlen wir Müll, für Wasser und so weiter. Und jetzt sage ich, wie das Wasser in Wien abgerechnet ist, ein Skandal. Das Wasser wird nicht getrennt in Anschlusskosten und Literkosten und Verbrauch, sondern der Anschluss ist in den Verbrauch hineingerechnet. So, jetzt jeder, der Mathematik in der Volksschule gehabt hat, weiß, was das heißt. Dass nämlich, wenn man, ich weiß nicht genau wie viel, ist, aber 10% vom Literpreis ist Anschluss und 90% ist Verbrauch. Dann zahlt natürlich der, der mehr Wasser verbraucht, viel mehr für den gleichen Anschluss. Oder? Und wer verbraucht mehr Wasser? Der Single oder die sechsköpfige Familie? Das ist immer die Frage im Raum zu stehen. Also, ganz große Ungerechtigkeit. Drittens, im Thema Finanzen, die Kinderbetreuung, die habe ich jetzt schon erwähnt. Die Ungerechtigkeit in der Finanzierung. 1.200 Euro von uns allen in die Krippe. Wir nehmen es nicht, ich nehme es nicht in Anspruch, für nichts. Also, Bernd von Modell für Wien
20 Jahre hin, bis es jemand versteht, weiß ich, aber fordern muss man es trotzdem, damit es in den 20 Jahren, nach 20 Jahren kommen kann. Aber auch eine Debatte über die Sinnhaftigkeit. Weil immer wieder erlebe ich das, Sie werden es auch erleben, wo man hinkommt, sagen die jungen Frauen, ja, das ist doch besser fürs Kind, dann mache ich es halt. Es gibt genug Mütter, die gar nicht arbeiten gehen, aber die Kinder bis 17 Uhr irgendwo abgeben, weil das halt gut ist fürs Kind. Und ich glaube, dass das ganz gemein ist. Ganz gemein ist. Und die ganzen Bildungsforscher und Kinderpsychologen sagen, bitte nicht. Und man redet den Leuten ein, das ist Gutes für die Kinder. Und die zwei Argumente, eins habe ich schon erwähnt, gibt noch ein zweites. Das eine Argument ist Bildungschancen für die Kinder. Das ist die Entschuldigung. Ne? Und was sagt das über uns Eltern, wenn das dort so viel besser ist in der Bildung? Und das machen so viele Leute, die in den Gruppen arbeiten, das nehmen jetzt irgendwen. Entschuldigung, wenn ich es so salopp sage. Und dann haben wir alle 4 Monate einen anderen, weil das kein Traumjob ist und jeder will eigentlich woanders hin. Ich meine, Wahnsinn, oder? Mhm. Ich würde niemandem ein Sackerl mit 20.000 Euro die Hand geben und spazieren gehen in Wien, aber mein Kind macht das. Also, das zweite Argument ist, dass sie sagen, die Kinder sollen alle in die Krippe, am besten ab 6 Monaten, damit die soziale Gleichheit wachsen kann. Mhm. Ja, also was heißt das? Nivellierung nach unten. Nur keine Startvorteile für die elitäreren Menschen, die sich das leisten wollen, dass sie zu Hause bleiben. Ja? Und dann hat ein Journalist einmal geschrieben, dann hast, wenn du überhaupt dein Glück hast, sagt dir dann die Krippenbeaufsichtigerin, ob das Kind jetzt den ersten Schritt gemacht hat oder nicht, sonst weiß es nämlich gar nicht. Erstes Wort, erster Schritt und so weiter. Also, ich halte fest, ich glaube schon, dass es Krippen in der Zeit, in der wir leben, geben muss. Es gibt Gründe für Krippen. Aber es ist ganz falsch zu sagen, das ist besser, bitte bringt eure Kinder dorthin. Und das passiert. Es ist ganz falsch, dass kein Kostenbeitrag eingehoben wird von denen, die das zahlen können, weil sie zum Beispiel Vollzeit verdienen, wenn sie die Krippe in Anspruch nehmen. Warum nicht? Ja? Und auch beim Kindergarten, ehrlich gesagt, wer es zahlen kann, kann einen Kostenbeitrag leisten. Ich verstehe nicht, warum es die Allgemeinheit zahlen muss, aber gut. Damit kann ich mich am ehesten noch anfreunden, dass das so ist. Bei der Krippe, wo die Kosten exorbitant höher sind, finde ich das eigentlich gar nicht mehr richtig. Zweiter großer Punkt heute, jetzt habe ich die Finanzen abgehakt, aber so überlegen, Bildung. Bildung und Elternrechte. Und da möchte ich sagen, zwei kurze, ein längerer Punkt. Der erste kurze Punkt ist die Frage, erlauben wir weiterhin eine Bildung der Vielfalt? Wie stehen wir zum Gymnasium? Und Sie kennen die Debatten. Und wir haben in Wien so wenig Plätze an Gymnasien, ganz besonders in der Unterstufe. Es geht sich nicht aus. Es werden Kinder abgewiesen, die bereiten das Gymnasium, weil die Plätze nicht da sind. Die Stadt Wien baut keine Gymnasien. Warum? Weil es elitär ist. Das will man nicht. Soziale Gleichheit. Stattdessen baut man neue Mittelschulen und die werden nicht evaluiert und so weiter. Das Gymnasium muss nicht nur geschützt, gestärkt, sondern auch ausgebaut werden. Das ist eine wichtige Forderung und das ist jetzt im politischen Dialog ein ganz großes Thema. Zweiter Punkt, das Thema Homeschooling. Das Homeschooling ist in Österreich erlaubt. Wir haben Flüchtlinge aus Deutschland bei uns. Es gibt 4 Länder in Europa, in denen Homeschooling verboten ist. Deutschland, Schweden, Kroatien und die Slowakei. Die Christen in diesen Ländern sagen, wir brauchen das eh nicht. Weil das ist der öffentliche Dialog, hat sich das so entwickelt, dass man sagt, naja, das wäre ja Ghettobildung und so weiter. Aber gleichzeitig ist Homeschooling trotzdem ein Menschenrecht. Ich sage jetzt nicht, bitte das alle eure Kinder homeschoolen, ich tue das auch nicht, aber wir brauchen die Möglichkeit für das Homeschooling. Und obwohl das Gesetz für alle gilt, ist es unterm Strich eine Diskriminierung gegen Christen. Warum? Weil es die Christen am ehesten in Anspruch nehmen würden. Und ich sage euch ein ganz lustiges Beispiel. Die Amerikaner, die lieben ja Homeschooling. Da gibt es auch die Statistiken, dass das viel besser ist für die Kinder und so weiter. Aber die Amerikaner haben einen offiziellen Asylgrund für Deutsche, wenn sie homeschooling Flüchtlinge sind. Ja? Es kann jede deutsche Familie in den USA Asyl beantragen, wenn sie homeschoolen. Witzig, oder? Also wer mal auswandern möchte, bitte schön nach Amerika, der kann so seine Green Card am einfachsten kriegen. Der dritte Punkt ist ein bisschen länger, und zwar ist es die Sexualerziehung. Oder Sexualkunde wäre eigentlich das bessere Wort.
weil die Schule soll ja nicht in erster Linie erziehen, sondern bilden. Ja? So, haben Sie da, wissen Sie alles schon zum Thema Sexualkunde oder soll ich da noch kurz dazu was sagen? Kurz, ich skizziere. Weil wir haben jetzt in den letzten halben Jahren eine Debatte zu diesem Thema gehabt, Sie haben es sicher mitverfolgt. Es gibt in der Sexualkunde drei verschiedene Zugänge, die WHO hat das sehr schön beschrieben. Der erste Zugang ist, dass man die Bedeutung von Sexualität erklärt hat und Jung eher dazu rät, auf eine stabile Beziehung zu warten mit der Ausübung der eigenen Sexualität. Das schreibt die WHO, das gibt es aber nur in Osteuropa und in den USA und das sind die Republikaner und so weiter, und das will man nicht in Europa. Dann gibt es eine zweite Form und das nennen sie Comprehensive Sexuality Education. Also Comprehensive, kann ich es nicht übersetzen, kann man dabei helfen? Umfassend, danke. Umfassend. Und da sagt man, ja, da werden also verschiedensten Methoden und verschiedensten Zugänge gelehrt und es bleibt eher wertneutral. Bisher war es in Österreich eher so. Und dann gibt es einen dritten Zugang und den nennt man Holistik, ganzheitlich, nämlich kann man übersetzen. Ganzheitlich. Und dieser ganzheitliche Zugang, der steht für eine Sexualität der Vielfalt. Was heißt, mit 10, mit 12 hast du schon deine eigene sexuelle Orientierung entdeckt. Und versuche ein paar verschiedene Dinge, damit du draufkommst. Und eine Sexualität, eine Sexualkunde, die sagt, wir haben den Auftrag, Minderheiten zu fördern. Und darum müssen alle Formen, die man sich vorstellen kann, gleichberechtigt vorkommen. Wir haben immer gesagt, ja, die Kugel, die Linie, dass niemand über Homosexualität spricht. Und ich habe gesagt, könnt ihr in den Schulen gerne machen, aber genau in dem Ausmaß, wie es auch wirklich hervorkommt. Also de facto dann auf 100 Seiten passt nicht. Und dann habe ich gesagt, es geht auf keinen Fall, wir müssen Minderheiten fördern. Und wenn man sich diese Materialien anschaut, was man da sieht, ich muss euch gar nicht im Detail erzählen, das wäre nicht jugendfrei. Ich habe gepostet Auszüge aus Büchern für Volksschulen auf Facebook und die haben mich gesperrt. Ja, ich sage, es ist wirklich passiert. Ich habe das gepostet und dann Leute sagen, schaut mal, was in dem Schulbuch Österreich für Volksschüler drinnen ist. Und dann war ich 24 Stunden auf Facebook gesperrt. Als Strafe, weil ich solche Inhalte poste. Warte, ne? So, also, die Probleme, die wir haben in diesem Bereich sind, dass die Elternrechte umstritten sind. Dürfen die Eltern überhaupt mitreden oder nicht? Das war bisher wirklich sehr, sehr gut geregelt. Im neuen Erlass ist das nicht mehr so. Die Frage auch, wie gehen wir mit Gender um? Und ihr wisst es, was ist denn Gender? Gender ist ein soziales Konstrukt und hat nichts mit Biologie zu tun. Die radikalen Lobbygruppen, die für all diese Dinge stehen, wollen von der Biologie nichts wissen. Warum? Weil die Biologie gegen ihre Ideologie steht. Nämlich, das ist schon gefragt zum Erhebammer, wie viele Geschlechter es gibt. Ja? Okay, da müsst ihr euch erklären, dass es 56 Geschlechter gibt. Der Hebamme. Weil wenn das Baby kommt, sagt es ein Bub oder es ein Mädchen, oder? Also natürlich gibt es medizinische Sonderphänomene. Entschuldigung, Intersex, ja, ist ein medizinisches Phänomen, das kommt bei einmal von 10.000 Babys vor. Das ist nicht zuordnenbar. Das ist passiert in der embryonalen Entwicklung. Da muss man dann medizinische Lösung finden. Nur darauf konstruiere ich kein politisches System, versteht ihr? Und was man sagt, ja, egal wie ich mich fühle, so bin ich jetzt, ist schwierig für den Rest der Welt, wie soll man mit dem umgehen? Und das sage ich noch einmal, schon in Wien sind, habe ein Freund erzählt, vorige Woche, fast unter Tränen, gestandener Mann, 13-jähriger Bub, Musikschule in Wien, fand an, der Musiklehrer sich zu schminken, sagt der Bub zu Hause, der schminkt sich. Der Papa geht zum Direktor, sagt, der schminkt sich, das ist mir schon aufgefallen. Eine Woche später, der Bub muss den Musiklehrer jetzt mit Frau Huber anreden. Und der Papa sagt, Entschuldigung, der ist 13, bei allem Respekt, ich möchte das nicht für mein Kind, ja? Werden wir das nicht sagen. Dann haben sie rausgeschmissen aus der Musikschule. Es gibt es gerade noch nicht mehr. Also, und ich sage euch noch was, wenn irgendwann wir wegen unserer Meinung vor Gericht stehen oder einmal ins Gefängnis gehen, das wird einige interessieren, dann werden wir niemandem leiten. Das ist nämlich die schlimmste Frage. Weil wenn ich von einem gemeinen System eingesperrt werde, und alle sagen, was so gemein, so wie gut, das halte ich aus, ja. Aber wenn alle sagen, das ist ja der Schuld, wie blöd bist du, ist es viel schwieriger. In der Sexualerziehung, Sexualkunde fehlt uns eins noch. Nämlich, es kommt mit keinem Wort irgendwo vor. Liebe, Verantwortung, Fruchtbarkeit. Ja?
Und jetzt sage ich, was wünscht sich der Erfolgsschüler, was wünscht sich ein Gymnasiast? Eine Familie, Papi, Mami, wir bleiben zusammen, oder? Was hat denn das, dein Wunsch, mit dem Umgang mit deiner Sexualität zu tun? Irgendwas? Nichts? Viel, Lieben, ganz viel. Man muss es den Leuten sagen, sonst nimmt man ihnen was weg. Wenn da nirgendwo das Wort Verantwortung oder Liebe vorkommt, was soll denn das arme Kind, ich meine, woher soll es denn haben? Und wisst ihr, was auch nicht fehlen darf in der Sexualkunde? Nämlich die Erklärung, wie meine eigene Fruchtbarkeit funktioniert. Ja, weil ich meine, dafür ist ja auch da der Sexualkunde. Dass man weiß, fruchtbar ist man dann und dann ist man nicht fruchtbar. Wie funktioniert das alles? Das kommt auch nicht vor. Und das sind so Sachen, wo ich sage, okay, also ich bin nicht gegen Sexualkunde an sich, ja, aber es muss das richtige Alter sein, es muss die richtige Inhalte sein und es darf nicht eine Ideologie sein, die mit dem Leben nichts zu tun hat. Ich schließe das Kapitel hier, damit es nicht zu lang wird. Ich glaube, ich lasse es mein Kapitel Lebensschutz weg, ja, weil sonst wird es zu lang. Und zwar hätte ich jetzt kurz erklärt, Probleme am Lebensanfang und am Lebensende, das gehört natürlich auch zu verlieren dazu. Ich lasse das jetzt einfach weg, wenn es mich interessiert, bitte nachher einfach fragen. Ich schließe mit dem letzten E, mit Engagement. Und zwar klingt vielleicht für einige von Ihnen das Ganze jetzt sehr deprimierend und sagen, Gott, das wird alles schlecht, was man macht, oder? Das ist aber ganz falsch. Weil wir mehrere Dinge haben, die für uns sprechen. Das eine ist, dass ganz viele Menschen ganz genau wissen, was wichtig ist. 75% der Kinder unter 18 leben in Österreich und ganz Europa bei ihren leiblichen Eltern. 75%. Hätte sich das jemand gedacht? Die Zahl der Alleinerziehenden ist ganz gering. Man redet zu viel davon, ist ganz gering. Natürlich ist die Scheidungszahl irrsinnig hoch. Aber ganz, ganz viele Leute mit den Kindern schaffen das. Das ist ein Hoffnungszeichen. Und ich merke auch, wenn man bei den Linken, die da dauernd angreifen, das sind ja die laut schreien, ja, also die Linken sind ja die immer empört sind, ja, immer empört. Ja. Ich sage schon, die müssen ja dauernd empört sein, ja. Stattdessen sagen wir, reden wir drüber, dann, aber diese Leute, also mit ihnen kann ich nicht reden. Na gut. Empörismus. Wenn man beim empörten Linken ein bisschen an der Oberfläche kratzt, ist da gar nicht mehr viel da. Ich merke, ich habe die ganze Zeit in diesen Diskussionen. Ja, also, Homo-Ehe, ich muss das wunderbar gut erklären. Homo-Ehe heißt, wir streichen aus dem Ehegesetz, § 44 AGB, nicht nur die verschiedenen Geschlechter raus, sondern auch das Ziel, Kinder zu zeugen. Das steht ja nicht drin. Für mich ist es wichtig, dass das da drin steht. Ja, weil wenn jetzt das, was die Hose jetzt möchte, ist zu sagen, Ehe ist eine Gemeinschaft von zwei Personen zum gegenseitigen Beistand. Das betrifft viele von uns, oder? Ja, können wir ins Geschäft kommen, Josef? Also, was ist das bitte für eine Ehedefinition? Und da geht es gar nicht um Homosexuelle, da geht es darum, dass die Kinder bitte schön da weiterhin genannt sein sollen. Weil Liebe gibt es viel. Aber welcher ist für den Staat interessant? Die aus der nächsten Generation hervorgeht. Und wenn ich jetzt dann sage zu den ganzen Grünen und so, dann sagt es mir mal, mit welcher Begründung man die Ziffer 2 in der Ehedefinition behält. Die Frage ist legitim, oder? Weil 2 geht auf die Zeugung zurück. Das haben sie halt nicht gestrichen. Aber wozu steht das da drin? Sie werden doch nicht einem authentisch liebenden Dreierpaar den Segen verwehren wollen. Ja, und mit welchem Argument? 2 lesbischen Schwestern. Oder? Und am allgemeinsten ist die Sexpflicht für die Steuerbegünstigung. Weil nämlich die 2 Schwestern, die beide als alte Jungfrauen im gleichen Haus alt wären, in Österreich haben wir gerade keine Erbsteuer. Wenn die wieder kommt, ist es relevant. Aber in anderen Ländern, da haben zum Beispiel in England sind die Erbsteuer irrsinnig hoch. Auch in der Familie, aber noch mehr, wenn die nicht untereinander verwandt sind. So, jetzt haben wir die 2 Schwestern, die eben nebeneinander in der Verwandtschaftsfeld nicht untereinander stehen, die beide nie geheiratet haben, die eine ist 80 Jahre und 82. Dann stirbt die eine Schwester, muss die andere ausziehen aus dem Haus, weil sie 70% Erbschaftssteuer zahlen müsste und die Immobilienpreise in England kennt jeder, also fürs kleine Haus 3 Millionen Pfund. So, die muss ausziehen und verbringt die letzten 2 Jahre in einer Gemeindewohnung und so. Katastrophe. Gehen sie vor Gericht und sagen, so wie die Homosexuellen hätten wir auch gerne eine eingetragene Partnerschaft, dann haben wir nämlich das Problem nicht. Sondern die Gerichte sagen, so gibt es keinen Sex miteinander. Ja? Gehen sie vor der Europäischen Gerichtshof in Straßburg und das kann aber nicht sein, sagt na richtig, ohne Sex. Keine Steuererleichterung. Wo ich sage, ja, okay, aber
warum ist denn normalerweise Sex mit Steuererleichterung verbunden? Weil man der Familie das Kinderkrieg ermöglichen möchte, oder? Nachdem ich deine zwei Lesben nicht gegeben ist, dann lasst die armen Schwestern auch aus der Steuerpflicht. Nein, machen wir nicht. Also, wenn man an der Oberfläche kratzt, kommt oft ganz wenig. Mein Argument, was ist jetzt mit, wenn 30 identisch leben, ist die Antwort darauf, kann jeder auf Twitter nachlesen. Also auf so ein Argument sage ich gar nichts. Frau Kugler, nicht, dass Sie glauben, ich tappe in Ihre Falle. Sie sagen, Falle? Das ist meine Antwort. So, bitte Franz an der Oberfläche. Wir haben viele Jahrzehnte den Niedergang erlebt in den Fragen der Werte. Es wird noch einige Jahrzehnte dauern, bis die Leute beginnen, das wieder zu verstehen. Und dann wird es ganz schnell gehen, weil es eigentlich jeder weiß. Sobald wir wieder diskutieren und reden dürfen, ohne empörte Schreie, werden die Leute sagen, ah ja genau, es wird ihnen wie Schuppen von den Augen fallen. Weil zu schwer ist es nicht zu verstehen. Mann, Frau, Kinder, alte Sachen, ist nicht kompliziert. Es wird ihnen wie Schuppen von den Augen fallen. Bis dahin müssen wir noch relativ lang durchhalten. In einigen Ländern gehen die Leute da rein ins Gefängnis. So ist es. Das erste Mal vor 3 Wochen, dass in den USA jemand eingesperrt worden ist, weil sie gesagt hat, die Ehe ist zwischen Mann und Frau. Ja, das ist interessant. Und was ich angegriffen worden bin, weil ich sie verteidigt habe. Und es ist dem Kurier einen Artikel wert gewesen, dass es jemanden gibt in Österreich, also in dem Fall ich, der das schlecht findet, dass die eingesperrt worden ist. Ja? Weil ich habe mir gedacht, naja, die Leute werden alle voll auf meiner Seite sein. Kannst du die ins Gefängnis schicken? Noch dazu mit der Auflage, sie geht ins Gefängnis so lange, bis sie ihre Meinung geändert hat. Ich meine, das ist ja wie in Nordkorea, Entschuldigung. Oder? Also, zu was? Ja, ich habe mich schwer getroffen, weil Anfang September heißt auf einmal, die geht ins Gefängnis, bis sie ihre Meinung ändert. Ja, mein Herz hat geblutet für die Frau. Ja? Und dann schreibe ich auf Facebook, ein Wahnsinn. Und dann schreibt der Kurier über mich, dass ich das Quatsch finde, ist ein Wahnsinn. Das ist so vollkommen krank, oder? Also, aber so ist es. Ich bin unmöglich. Gestern in ATV, 5 Minuten lang, ist der ÖVP-Chef, der Manfred Jurazka, vom Journalisten Martin Thür gefragt worden. Also die Interviews sind alle nur ganz kurz mit den Spitzenkandidaten, also jeweils 6 Minuten. Und 5 Minuten von den 6 Minuten war das Thema ich. Weil ich meine, dass diese Frau nicht im Gefängnis sein sollte. Okay. Ja, also, so ist es. Und also wie kann die ÖVP mit jemandem wie mir überhaupt leben, der meint, Standesbeamte, die sie Homo-Ehe aus Gewissensgründen nicht tun machen können, sollten nicht im Gefängnis sitzen. Ja, na gut. Also es wird einige von uns treffen. Und jetzt brauchen wir Folgendes. Wir müssen lernen, uns nicht wie beleidigte Mehrheiten ins Sofa zu setzen, weil wir Christen nämlich, die große breite Christenmasse mit verschiedensten Gemeinden und Denominationen und so, wir sitzen noch ein bisschen wie in einem Sofa beleidigt. Die nehmen uns alle nicht ernst, zu gemein, oder? Das ist vollkommen eine falsche Haltung. Warum? Weil wir sind nämlich keine Mehrheit. Und es muss eine Partei und die Politik nicht nur für uns Politik machen, weil wir so wenige sind, das ist ja auch verständlich. Der Glaubensverlust in der Gesellschaft, die Säkularisierung, ist ganz stark vorangeschritten. Wie viele Leute sind denn gläubig? Oder wie viele gehen in irgendeine Kirche am Sonntag? Ja, 4%. Kann nicht erwarten, dass eine Regierungspartei mit 26% das nur für uns Politik macht. Aber was machen wir? Wir müssen einfordern, dass man uns ernst nimmt. Und wie fordert man das ein? Sie kennen einen Truthahn. Ja, der Truthahn ist ein hässliches Ding, wenn er so dasteht. Aber wenn er sich ärgert oder fürchtet, dann wird er groß und imposant. Und wir müssen ein bisschen wie dieser Truthahn werden. Und wir sind vielleicht nur 4%, aber wir könnten so tun, als ob wir 10 wären. Und im Moment werden wir so behandelt, wenn wir 1% werden. Vollkommen ignoriert. Und zu mir haben sie gesagt, in der ÖVP, wir gehen davon aus, dass du einen Wählerpotenzial von 6.000 Leuten hast in Österreich. Ich sage, Entschuldigung, das ist ja Wahnsinn, oder was? Wir sind die Christen, die größte Interessensgruppe Österreichs, ich beweise euch das. Also, wir werden behandelt wie 1%, wir sind 4% und wir sollten aber tun, als ob wir 10 wären. Warum? Nicht, weil wir ein gemeines Spiel spielen, sondern weil die Gesellschaft, die nach christlichen Werten gestaltet ist, für alle die beste ist, nicht nur für die Christen. Die Menschenwürde, die Religionsfreiheit. In einer christlichen Gesellschaft ist der Nicht-Christ am glücklichsten,
logisch, oder? Und das ist statistisch belegt und jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen, die christlich geprägten Gesellschaften haben die wenigsten Übergriffe gegen Religionen. Ja, und je weniger Glaube dort ist, desto mehr Übergriffe gegen Religionen. Also auch gegen die kleinen Religionen. Also der Jude ist am glücklichsten in einer aktiven christlichen Gesellschaft. Und so weiter. So, das aber gesagt. Wie werden wir jetzt drunter? 10% wieder drunter. Was müssen wir da tun? Uns total aufregen, oder? Und zwar geht es so, es wird ja jede Meldung an jeder Brief an Politiker, jeder Brief an Journalisten, an den ORF, jedes Posting auf Facebook in einer relevanten politischen Seite wird immer hochgerechnet. Ja? Also, man sagt, einer von 100 regt sie auf. Oder einer von 100 sagt, habe ich gut gefunden. Wenn einer sagt, ich habe es gut gefunden, dann denken es 100. Gut, und wenn aber jetzt alle von uns das machen und es dann hochgerechnet wird, dann haben wir sofort um 100 Mal so viel Aufmerksamkeit. Also ist unser Ziel, zu sagen, nicht bei uns, nicht einer von 100, sondern 50 von 100. Da sind wir schon gut dran. Und das ist gar nicht so schwierig. Das heißt, dass wir alle unsere soziale Verantwortung ernst nehmen. Das heißt, und das ist meine Bitte an euch, Pfadfinder zu werden. Total Pfadfinder. Was sagt der Pfadfinder? Jeden Tag eine gute Tat. Okay? So, man ärgert sich über einen Politiker. So wie man Familie. Man googelt den Namen vom Politiker mit einem Ad, kommt innerhalb von 0,002 Sekunden auf seine E-Mail-Adresse, klickt auf diese drauf und schreibt, das finde ich aber nicht gut. Herzliche Grüße, hier, Josef Hummelkamp. Niemand braucht 10 Argumente schreiben, das lesen Sie nicht. Das finde ich nicht gut. Oder, danke, das war großartig. Ja. Hausnummer, Sebastian Kurz sagt, fliegen wir 1000 Christen aus Syrien ein, nach Österreich. Super Idee, wird irrsinnig angegriffen. Kurzes Mail, lieber Sebastian Kurz, gute Idee, vielen Dank, alles Gute weiterhin. Ganz wichtig. Und wenn wir vom Schnitt einer von 100 auf 50 von 100 kommen, haben wir schon gewonnen in unserem Thema. Ich glaube auch, dass für die Jungen unter uns, die sagen, ich überlege noch, wo ich hingehe mit meinem Leben, es ganz wichtig ist, dass wir in Berufe gehen, wo man uns in diesem Fall braucht. Das sind die Uniprofessoren, das sind die Journalisten, das sind die Politiker. Ich sage euch eins, wenn wir eine Partei reformieren wollen, müssen wir dort überall mitmachen. Und ein deutscher berühmter Bischof hat gesagt, bestraft die Partei doch nicht durch einen Austritt, sondern durch einen Eintritt. Weil die Leute sagen immer aus Protest trete ich aus. Soll ich mal sagen, wenn ich aus Protest aus der ÖVP austreten würde, die würden sich alle freuen. Also, versteht ihr, aus Protest muss man eintreten. Ich sage immer, ihr kennt das Prinzip Glaube, Liebe, Hoffnung, oder? Ich sage immer, Glaube für die Kirche, Liebe für die Ehe, Hoffnung für die Partei. Also, in diesem Sinn möchte ich jetzt euch bitten, ich bin seit 20 Jahren Lobbyistin für unsere Anliegen. Ich habe viel erwirkt. Ich habe euch jetzt gar nicht erzählt, was sein könnte. Ich könnte euch viel erzählen, was mir schon gelungen ist. Viele von euch haben das ÖBB-Vorteilsplakat für Familie verfolgt. Okay? Da haben viele von euch mitgeholfen. Aber das war nicht durchgesetzt. Und es geht als Nobody, ja? Bin ich richtig. Derzeit. Also, das geht trotzdem. Ich habe die Verschärfung der Antidiskriminierungsgesetze in Österreich verhindert, alleine. Also, mit vielen Nicole-Fahren, das war ich dahinter, oder mich, hat mich schon seit 5 Jahren. Das letzte Mal ist am 19. Mai, dass noch einmal Ministerrat abgestimmt wurde und die gesagt haben, nein. Und niemand hätte das je geglaubt, das haben die das gesehen und gesagt, also Hochachtung, dass du das geschafft hast. So was geht, also niemand. 20 Jahre mache ich das. Und seit 3 Jahren sage ich, es kommt immer wieder auf eins in Österreich. Nämlich auf die Haltung der ÖVP. Weil die Roten sind eh für all diese liberalen Sachen in der Wertefrage und die ÖVP ist sich nie sicher. Meine Arbeit ist immer die ÖVP überzeugen. Dann haben wir das Gesetz, aber wir haben es nicht. Das ist ganz einfach. Wie ist die Strategie? Wie können wir die Homo-Ehe in Österreich verhindern? Es gibt nur einen Weg. Wie geht der? Die ÖVP überzeugen. Wirklich, es ist so einfach. Ne? Braucht man sonst niemandem reden. Die Entscheidung fällt innerhalb des nächsten Jahres und es hängt allein von der Haltung der ÖVP ab, weil die Roten wollen das. Das Lobbying der Verbände ist ganz hart und die ÖVP ist sich nicht sicher. Gut, also kann man nur, wenn ihr jetzt alle, hypothetisch, bei der ÖVP Mitglied werden würdet, dann würde die ÖVP wahrscheinlich schaffen, dass sie sagt, nein, das wollen wir nicht. Weil ihr überall seid und mitdiskutiert.
Und dann kommt der Homo eher nicht. So einfach. Geht. Es ist so, das ist Politik. Wenn ihr jetzt alle sagt, so, mit der FPÖ will nichts zu tun haben, mit denen rede ich gar nicht, dann kommt die Homo eher. So, seit 3 Jahren bin ich jetzt in der ÖVP engagiert. Mit viel Erfolg. Und ich sage jetzt, ich werde da drinnen immer mehr Platz einnehmen. Ja, brutalmäßig. Ich mache Hilfe. Ich werde sagen, lieber Josef, großes Projekt, kannst du schauen, dass ein paar Leute sich dort beschweren bei dem. Ja? Dann gibt es ihr von ihm das Mehl und beschwert sich dann dort. Niemand weiß, woher das kommt. So funktioniert das. Und das muss jemand innen drinnen sein, um zu sehen, wann, wo, was kommt. Damit er weiß, wann sich wer bei wem beschweren muss. Oder wen danken muss. Manche sind, die Politiker sind viele nicht mutig. Manchmal muss man ihnen danken, dass sie was Gutes gemacht haben, damit sie beim nächsten Mal wieder mutig sind. Wisst ihr, man muss sich einfach so wie bei einem Kind hintragen. Und jetzt möchte ich euch damit enden, ich habe ein bisschen lange geredet. Ich möchte euch bitten, um eure Stimme am 11. Oktober in Wien. Und zwar ist es so, ich bin jetzt mir so ein Kärtchen, aber ich gebe es vielleicht auch noch ein mitschauen. Könnt ihr auch mehrere nehmen, viele Dinge. Also, ich bekomme ein Landtagsmandat am 11. Oktober, wenn 1200 Personen meinen Namen auf den Wahlzettel draufschreiben. 1200 ist nicht sehr viel. Bei der letzten Wahl, da war das Ganze noch symbolisch, da habe ich kein Mandat in Aussicht gehabt, aber trotzdem einen Vorzugsstimmenwahlkampf gemacht, um moralische Autorität zu werden. In der ÖVP ist auch gut gelungen. Und da habe ich zusammengebracht 1143 Vorzugsstimmen. Und jetzt brauche ich 1200 fürs Mandat. Meine Lieben, bitte dringend um eure Unterstützung. Ich verstehe jetzt, dass viele sagen, Gottes für die ÖVP. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist in der Parteienlandschaft keine gute Wahl, aber die beste. Die anderen Parteien helfen uns noch weniger. Das betrifft auch die FPÖ, obwohl die viele familienpolitische Ansagen macht, die gar nicht schlecht sind. Aber da könnt ihr, wenn ihr es hört, was fragt sich dann. Ja? Aber es ist moralisch nicht schlecht, die ÖVP zu unterstützen. Sie ist nicht super, weiß ich, aber es ist kein moralisches Problem. Aber das Ganze in Verbindung mit jemandem wie mich, in den Gemeinderat zu geben, ist eine gute Option für alle Wahlberechtigten. Und wenn jetzt jemand von euch sagt, ihr habt noch außerdem 2 erwachsene Kinder oder noch einen Ehemann oder eine Tante, die das auch gut findet, was du sagst, bitte sagt es weiter. Und es ist wichtig, dass man jemandem ein Kaffee in die Hand drückt, weil es ist kompliziert. Man muss eben, man kriegt, wenn man wählt, 2 Zettel, einen gelben für den Bezirk und einen weißen für den Gemeinderat oder auch Landtag, das ist das gleiche. Und am weißen Zettel gibt es die Spalte Wahlkreis und die Spalte Stadt. Und bei der Spalte Stadt kann man 2 Vorzugsstimmen vergeben. Und jetzt ist es für alle, die im 14. Bezirk wohnen, können mich auch im Wahlkreis wählen, aber alle anderen nur auf Stadtebene. Und diese 1200, die bringen wir doch locker zusammen. Also ich sage euch nur, ich habe 35 Flugblätter verteilt bereits. 500 Telefonate machen lassen für Unterstützer. 15.000 Briefe verschickt, 5.000 Euro in Facebook investiert für Werbung und 45 Vorträge gehalten. Ich habe viele Leute erreicht. Ja? Das werde ich schaffen. Aber jetzt ist trotzdem wichtig, dass alle zusammenhalten und dass wir die Zahl von 2013, 2143 Stimmen überbieten. Und wenn ich schaffen würde, das ist denkbar, dass ich die beste aller ÖVP-Kandidaten wäre, dann ist es ein ganz großes Zeichen, weil dann steht in allen Zeitungen drinnen, die Christen sind die stärkste Gruppe. Und das beeinflusst alle Politiker. Dann heißt es, okay, sagen wir dafür vorsichtig, schauen wir, was die wollen, schauen wir mal, wer sind die eigentlich. Dann ist das, was wir über 40 Jahre verloren haben, beginnt dann zurückzukommen. Wir haben über die 40 Jahre die Repräsentanz als Christen in der Öffentlichkeit, in der Politik vollkommen verloren. Immer weiter verloren. Bis jetzt ist gar nichts mehr da. Und jetzt steigen wir wieder völlig aus der Asche und sagen das immer, Gott Gott. Und ich gehe da vor, aber da braucht es noch viele Leute und viele Helfer. Mein Ziel ist es, in alle Landtage über Vorzugsstimmen unsere Leute reinzuheben. Und bei der Nationalratswahl über alle Landeslisten mehrere Leute. Das heißt, wir werden Wahlvorschläge machen für alle Wahlen in Zukunft. Ich gehe voran, ich organisiere das. Wir suchen uns Leute.
Wir machen die bekannt und wir wählen sie. Und als Impulser bin nicht nur ich. Und wenn wir dann zu 5, zu 10 im Nationalrat sitzen, nach der nächsten Wahl, ist wir zu sein, dann werden wir uns nur mehr gegenseitig zustimmen. Also der Herr Wunder hat einen sehr guten Vorschlag gemacht, dann sollten wir es alle bedenken. So geht das nämlich. Das ist kreative Minderheit, das ist Truthahn. Es geht nur gemeinsam. Und darum bitte ich euch, wenn ihr euch erreichen könnt, mich zu unterstützen und es tatkräftig weiter zu sein. Jede einzelne Stimme zählt. Und ob das macht oder nicht, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, langfristig, an all den Themen und an dem Reinbringen von guten Leuten. Und darum werdet ihr mich jetzt öfter sehen, ich hoffe, dass ihr euch freut. Und wer sagt, super, Feuerflamme, ich mache mit, gebt mir eure E-Mail-Adressen. Ich habe eine Verteiler, ich schicke nicht dauernd, das ist keine Sorge, dann machen wir das direkt. Alles andere über dich, lieber Josef. In diesem Sinn, danke für die Geduld, freue mich auf eine Diskussion. Thank you.